Hi, wir sind Naima und Alina von der Black Student Union der Humboldt-Universität und wir haben uns mit dem Begriff Radical Solidarity in Bezug auf die Black Student Union und was es für unsere Arbeit bedeutet, beschäftigt. Radical Solidarity ist eigentlich schon inhärenter Bestandteil der Arbeit der BSU. Um das aufzuzeigen, werden wir einmal kurz einen Absatz aus unserem Mission Statement vorlesen. Die Black Student Union ist ein explizit intersektionaler Raum. Während unsere Erfahrungen uns zusammenbringen, erkennen wir an, dass die Systeme der Unterdrückung, die uns betreffen, nicht in Isolation existieren. Wir sind nicht daran interessiert, gewalttätige Strukturen zu reproduzieren. Stattdessen zielen wir darauf ab, die am meisten Marginalisierten von uns in den Mittelpunkt zu bringen und dadurch die Stimmen derer zu verstärken, die allzu oft übersehen werden. Das zeigt halt eigentlich schon, wie wichtig es ist, dass wir auch innerhalb unserer Communities reflektieren und introspektive Arbeit leisten. Es ist einfach super wichtig, sicherzugehen, dass diejenigen, die durch Intersektion Mehrfachdiskriminierung erfahren, wirklich in den Vordergrund gerückt werden. Dazu gehören Menschen mit Behinderungen oder auch Transpersonen, einfach Menschen, die innerhalb ihrer Communities und in der Gesellschaft insgesamt oftmals noch an den Rand gerückt sind. Genau, das kann halt auch oft bedeuten, dass man selber manchmal einen Schritt zurücktreten muss, um für die Erfahrungen anderer Leute Platz zu machen. In Deutschland wird das Ganze auch noch verstärkt, dadurch, dass es kaum Räume gibt, in denen Rassismus debattiert wird. Und in den öffentlichen Räumen endet die Debatte oft mit der Frage, ob Rassismus überhaupt existiert oder nicht. Zusätzlich wird sich dann auch oft zu sehr auf die individuelle Ebene fokussiert und die strukturelle Ebene übersehen. Ja, und solange sich hieran nicht grundlegend etwas ändert, sind schwarze Communities in Deutschland einfach weiter auf sich alleine gestellt, weil es einfach keine tatsächliche Solidarität geben kann, ohne die Introspektive nicht schwarzer Menschen und die sich selber damit auseinandersetzen, was Solidarität auch für sie bedeutet und was sie dafür tun müssen, um tatsächliche Solidarität zu leben. Genau, Black Feminism mit seinem intersektionalen Ansatz bietet eine super gute Grundlage für Radical Solidarity. Und abschließend können wir es allen nur ans Herz legen, mehr zu Black Feminism zu lesen und über die Konzepte von Solidarität innerhalb von Black Feminism.